Hallo? Ist hier noch jemand? Ja, ich bin hier und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Chaoten-News. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und für die Leute, die es wahrscheinlich jetzt hier etwas später schauen und in der Playlist schauen, wissen wahrscheinlich erstmal nicht, was abgeht, denn tatsächlich war die letzte Chaoten-News fast 2 Jahre her. Es ist wirklich crazy, Alter. Dass das wieder was kommen wird, es ist crazy. Ich dachte tatsächlich nicht, dass ich noch eine Chaoten-News irgendwann bringen werde, aber es ist ein bisschen was passiert. Es gibt wieder News, es gibt wieder viel zu besprechen, was in der ganzen Zeit passiert ist. Und deswegen machen wir hier wieder eine Chaoten-News. Im Hintergrund seht ihr auf jeden Fall, glaube ich, noch Mario Kart Wii Fun Gameplay. Wahrscheinlich noch, welche ich ehrlich aufnehmen. Und ja, es gibt mal wieder was zu bereden. Es ist richtig, richtig geil, dass wieder eine Chaoten-News kommt. Wie gesagt, eigentlich dachte ich, die wären tot oder so. Aber nein, die sind nicht tot. Alles gut, es geht ganz normal weiter. Nur es gab halt nichts zu besprechen in der ganzen Zeit. Doch jetzt, wie gesagt, gibt es mal wieder was. Und ja, es gab viel Veränderungen. Es gab viel Veränderungen auf dem Kanal und die werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal alle eingehen. Und zwar werden wir erstmal eingehen, dass ich endlich tatsächlich ja, livestreamen kann. Das ist schon vor einem Monat oder sowas. Ist bei mir schon am Laufen. Und ich glaube, ich habe insgesamt schon 4 oder 5 Streams oder so schon gehabt in der ganzen Zeit. Richtig, richtig crazy. Ich habe ja auch einen neuen Laptop ja schon bekommen. Das war Sommer 2022. Huch, ich glaube, die letzte Chaoten-News war, glaube ich, Sommer 2021. Ich glaube, das war mein 17. Geburtstag? Nee, 16. Ich glaube, es war mein 16. Geburtstag, glaube ich mal. Dieses Jahr werde ich schon 18. Ja, die Zeit vergeht, ne? Schwierig. Und ja, wie gesagt, ich kann endlich live streamen. Ich habe einen neuen Laptop bekommen. Eine ganze Zeit habe ich auch ein Video gedroppt. Ich habe auch gutes Internet. Und deswegen kann ich endlich live streamen. Das ist auch eine Neuerung. Jetzt nicht so neu wie die anderen. Aber na gut. So, dann kommen wir tatsächlich schon zum aktuellsten Zeitpunkt. Und zwar, worum es eigentlich in dem Video geht. Wir sprechen mal direkt das Hauptthema an. Und zwar, vor kurzem ist tatsächlich Minecraft Winter 3 zu Ende gegangen. Es ist endlich zu Ende gegangen. Finally. Es hat ultra lang noch gedauert. Aber ich glaube mal, dieses Video kommt jetzt eine Woche später raus oder ein paar Tage später als Minecraft Winter 3. Ich nehme es gerade tatsächlich vor dem Release des Videos noch auf, diese Folge hier. Und ja, es ist endlich vorbei. Ich freue mich, dass es endlich vorbei ist. Und ja, jetzt wird es natürlich eine längere Zeit Pause von Minecraft geben. Und jetzt fragt ihr euch auch erstmal, was wird denn in der ganzen Zeit überhaupt kommen? Denn ich glaube mal, das nächste Projekt wird dann Minecraft Sommer 3 sein. Und das wird dann, glaube ich, irgendwann Juni, Juli, August irgendwie so starten. Ich weiß selber nicht mal, wann das startet, weil nichts davon gesagt wurde. Ja, habe ich nicht mal gefragt, weil kein Bock. und deswegen werde ich nicht nur zum Beispiel Stealthfeste oder Big Run spielen und ein bisschen andere Projekte bringen. Denn in meiner Kanalbeschreibung kann ich ja stehen, dass pausierte Projekte dann weitergehen, wenn ein aktuelles Projekt zu Ende geht. Und jetzt fragt ihr wahrscheinlich erstmal, welches Projekt das sein wird. Denn ich werde nicht nur ein Projekt wiederbeleben, sondern direkt 2. Das erste Projekt ist direkt Splatoon 3, was ist Splatoon 3? Splatoon 2 Octo Expansion, was weitergehen wird. Und zwar mit guter Grafik. Ich habe das Ganze auf dem Emulator den Spielstand nachgespielt, weil man das nicht auf der Switch rüberziehen kann. Das ist ein bisschen blöd. Aber Splatoon 2 Octo Expansion ist ja das, was vor den Minecraft-Projekten ja als letztes pausiert wurde von den einen. Das war auch das aktivste noch von den dreien, die pausiert sind. Und das wird weitergehen. Das wird in guter Grafik stattfinden. Sehr, sehr schön. Und es fehlt, glaube ich, nicht mehr so viel davon. Ich meine, wir sind, glaube ich, schon fast fertig so mit den ganzen Linien. Ich glaube, eine komplette Linie fehlen uns noch und so ein paar Leveln davon. Und dann sind wir auch, glaube ich, schon fertig mit dem Modus. Also eigentlich ein bisschen unnötig, dass ich das nochmal nachgespielt habe. Aber ich wollte einfach mal in guter Qualität wieder starten hier, ne? Ihr kennt das Ganze. Und das zweite Projekt ist ein Projekt, was die meisten wahrscheinlich schon vergessen haben. Und zwar Mario Kart Wii. Ja, das ist ein Projekt, was länger nicht mal stark war als die Chaoten-News. Das ist auch
vorstellbar. Ich glaube, das letzte Video kam 2020 raus. Ich glaube schon irgendwie sowas. Holy shit. Einfach schon 3 Jahre lang vergangen. Seit dem letzten Part. Und da haben wir eigentlich nur den 150er-Modus gemacht. Aber ja, jetzt werden wir noch den Spiegel zu Ende machen. Und dann ist das Projekt auch schon durch mit den Meisterschaften auch nochmal. Und wie in 2 Octo-Expansion wird das Ganze auch nochmal natürlich in guter Grafik auf Top XP, 4K vielleicht bei mir, stattfinden. Ohne abgefilmt bei den beiden Projekten. Sehr, sehr schön. Und ja, ich versuche, Mario Kart Wii und 2 Octo-Expansion versuche ich beides gleichzeitig so zu bringen. Nur ich glaube, Mario Kart Wii wird einen stärkeren Fokus haben, weil ich da nicht mehr so viel brauche. Ich weiß, wie viel ich da noch brauche. Bei 2 Octo-Expansion ist es nicht so übersichtlich. Aber Mario Kart Wii, wie gesagt, das sind so maximal noch 10 Parts, so, die noch übrig sind. Und ja, da ist ja auch noch ein Part, der Pilz Cup vom Stiegel Cup, da ist auch noch drin. Das werde ich dann, glaube ich, so machen, dass ich den auf nicht gelistet schalte und das in eine Videobeschreibung packe von dem neuen drin. Denn ich glaube, ich werde den nochmal neu aufnehmen, da ich es ein bisschen komisch finde, wenn der Pilzcup halt ja einzeln abgefilmt vom Spiegelcup noch ist in der Playlist. Ich möchte den Spiegelcup komplett neu ja, mit guter Auflösung halt haben. Deswegen werde ich, glaube ich, den Spiegelcup vom Pilzcup auf nicht gelistet schalten, dann nochmal einen neuen Part verlinken lassen und ja, das Podcast damit, ja, wäre wahrscheinlich abgebrochen. Und ja, so Ganze wird mit den 2 Projekten entschieden. Das letzte Projekt ist ja noch Ocarina of Time, das noch pausiert ist. Und ich glaube mal wirklich, das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, aber ich werde das abbrechen. Ich werde selber abbrechen. Das liegt daran, weil wir nicht so weit gespielt haben und ja, ich das eigentlich easy nachspielen könnte. Deswegen wird das Projekt dann irgendwann in Zukunft auf jeden Fall wieder entscheiden. Es tut mir leid an alle Fans, die das geschaut haben. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht so wirklich die Motivation, das Ganze auf dem Spielstand vom Handy nochmal irgendwie zu spielen, weil ich jetzt auch einen neuen Laptop habe und auf jeden Fall auch noch dann in 4K auf dieser 3DS-Version da spielen kann mit guter Auflösung und so weiter. Deswegen wird es dann auf jeden Fall dann erst weitergehen. Wenn die beiden Projekte durch sind, dann wird auf jeden Fall das Projekt weitergehen. Und ja, es wird das Projekt wird nochmal komplett neu gemacht. Die anderen Projekte werden ja ganz normal nach den abgefilmten nochmal kommen. In guter Auflösung. Da werde ich nicht nochmal von vorne anfangen, wie bei Zelda oder Mario Kart Wii. Und ja, bei Zelda, wie gesagt, werde ich dann einfach von vorne anfangen mit guter Grafik direkt, weil ich es ein bisschen kacke finde, wenn so die ersten 5 Parts, wo nichts passiert ist, scheiß Auflösungen sind und danach passiert was und dann ist so große Auflösung, keine Ahnung. Finde ich jetzt nicht so nice. In diesem Sinne werde ich dann auf jeden Fall das nochmal neu starten, irgendwann in Zukunft. Und ja, das wäre eigentlich auch schon alles Relevante, was nach Minecraft Winter 3 so abgehen wird. Ich hoffe mal, ich beende die beiden Projekte, das ist auf jeden Fall mein Ziel. Dann wird auf jeden Fall Minecraft Nummer 3 starten und dann wird auch die Minecraft-Serie ja, zu Ende gehen. Denn nach Minecraft Nummer 3 ist wahrscheinlich diese Minecraft-Zeit auf dem Kanal zu Ende. Und ich werde wahrscheinlich längere Zeit kein Minecraft mehr auf den Kanal bringen. Vielleicht sogar auch nie wieder mehr, ich weiß es nicht. Weil ich glaube, von 3 Projekten hat man sich schon langsam im Satt gesehen. Und ja, genau. Dann kommen wir noch so ein bisschen zur Infos. Ich habe einen neuen Banner, auch auf YouTube. Das ist auch sehr schön. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr geiler Banner. Habe ich selber wieder gemacht. Der kam diesmal nicht von irgendwelchen Integrationen. Und ja, genau. Das wäre, glaube ich, auch schon alles Relevante hier in den Code News gesagt. Der Jahresrückblick, ist wahrscheinlich aufgefallen, dass kein Jahresrückblick stattfand. Ja, werde ich wahrscheinlich dieses Jahr, vielleicht sogar diesmal machen. Ich habe mir da aber leider nichts aufgeschrieben in den ganzen Monaten, das ist ein bisschen problematisch gewesen. Aber vielleicht werde ich ihn dieses Jahr machen, ich weiß es nicht. Habe ich schon längere Zeit nicht mehr gemacht. Aber was noch wichtiger sein wird, ist das letzte Thema hier dieser Code News, und zwar mein Jahresspecial. Genau, denn mein Jahresspecial ist immer eigentlich der Geburtstag meines Kanals. Und der Geburtstag meines Kanals ist der 21.05. 2023 dieses Jahr, jetzt hier. Und der Kanal wird dieses Jahr 5 Jahre alt. Und letztes Jahr, ich mache halt immer solche Jahresspecials, wo ich mir immer alte Videos von mir anschaue, wie sie sich verändert haben im Laufe der Zeit. Das habe ich jetzt im ersten Jahr und im zweiten Jahr gemacht. Im dritten Jahr hatte ich, glaube ich,
so ein Infovideo, warum es nicht kam. Und im vierten Jahr habe ich, glaube ich, gar nichts gemacht, weil ich es einfach nicht relevant mehr fand, weil ich nicht mehr so viel Content da gemacht habe. Aber durch mein 5-jähriges Jubiläum werde ich irgendwas Besonderes machen. Ich weiß noch nicht genau was, irgendein besonderes Video oder irgendein Livestream auf YouTube, Community oder sowas, keine Ahnung, überlege ich mir noch irgendwie. Aber da wird auf jeden Fall irgendwas kommen an dem Tag. Ihr könnt auch gerne Ideen in die Kommentare schreiben, so was da kommen könnte. Ein Jahres-Special, wie gesagt, 5 Jahre ist was Besonderes, ist eine gute Zahl. Deswegen werde ich da irgendwas auf jeden Fall machen. Genau, und das wäre es auch, glaube ich, schon mit der heutigen Ausgabe der Codenews. Es wird wahrscheinlich wieder eine längere Zeit lang keine Codenews geben. Ja, wenn es News gibt, dann werde ich eine droppen, aber ich würde mal nicht behaupten, dass eine Codenews in näherer Zeit wieder stattfinden wird oder aktiv bringen werde. Und ja, das wär's. Ich habe alles gesagt, alle News wurden erzählt und dann danke ich mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei den kommenden Projekten wieder. Übrigens, Stepfeste werden ganz normal wieder weiterlaufen natürlich, nur halt Minecraft ist beendet. In dem Sinne, ja, bis dann und tschüss.